Hallo. Wissen Sie, woran ich gerade sitze? Ich sitze, so wie die Kollegen hier aus dem Dialogzentrum, an der Vorbereitung unseres nächsten Newsletter Days. Dieser Tag, der jedes Jahr stattfindet, den das Dialogzentrum jedes Jahr veranstaltet. Und diesmal findet er am 8. November diesen Jahres statt. Es haben sich schon eine Menge Leute angemeldet. Es sind aber noch ein paar Karten zu erhalten. Und wäre prima, wenn Sie dabei wären. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie dabei wären. Worum geht es dieses Mal? Wie jedes Mal haben wir ein spezielles Thema in den Fokus genommen. Und dieses Mal ist im Fokus das Thema Angst. Angst ist etwas, was wir alle kennen. Wir alle kennen das Gefühl von Angst. Und häufig entsteht ein Gefühl von Angst aus Überforderung und dem Gefühl von Fremdheit. Und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, dieses Konzept der Fremdheit in Bezug auf Demenzerkrankte, dann könnte man sich vorstellen, dass es dort nochmal eine ganz andere Qualität hat. Weil Fremdheit ist etwas, was Menschen mit Demenz gerade im fortgeschrittenen Stadium, aber auch schon am Anfang, immer wieder erfahren. Immer wieder sind Dinge fremd für sie, weil sie Dinge neu erleben und Dinge sich nicht merken können. Das heißt, sie stehen morgens auf und wissen womöglich jeden Morgen von neuem nicht, wo sie gerade sind. Sie erleben jeden Morgen von neuem Fremdheit. Und bei vielen, vielen Menschen erzeugt das ein Gefühl von Angst. Das war der Grund, warum wir glauben, dass es wichtig ist, mal einen ganzen Tag zu diesem Thema zu arbeiten. Dazu kommt noch Folgendes. Es ist relativ wenig zum Thema Angst in Bezug auf Demenz publiziert worden und wissenschaftlich erforscht worden. Es gibt eine Menge von Psychologen zum Thema Angst, aber speziell zum Thema Angst und Demenz. Und wir glauben, das ist ein extrem wichtiges Thema, ist wenig gemacht worden. Und genau darum kümmern wir uns am 8. November auf unserem Newsletter Day. Hier in der Hand habe ich das Programm von unserem Tag. Das sieht jetzt nicht besonders viel aus und sieht ja auch ziemlich dünn aus, aber in der Tatsache ist es so, dass es ein unheimlich volles Programm wird, weil ich glaube, es wird wirklich ein spannender Tag. Und anfangen möchten wir an diesem Tag mit etwas, oder das für mich nochmal eine besondere Bedeutung hat. Ich habe das Vergnügen oder werde das Vergnügen haben, mit Professor Erich Grond, einen der Experten im Bereich der Versorgung Demenzerkrankter, zu interviewen kurz, und zwar in einer besonderen Form zu interviewen. Erich Grond ist selber, ich sage mal vorsichtig, nicht mehr jung und ist emeritierter Professor und war, als ich Altenpflege gelernt habe, ich bin ja gelernter Altenpfleger, Anfang der 80er Jahre im Grunde der Einzige, der wirklich echte Lehrbücher zu diesem Thema geschrieben hat. Das heißt, ich habe mit Erich Grond damals noch Altenpflege speziell auf das Thema Demenz bezogen gelernt und habe dann an dem Tag das Vergnügen, mich mit ihm in einem zwar öffentlichen, aber trotzdem so versprochen persönlichen Gespräch mit ihm zu unterhalten zu den Themen Alter, Demenz und Angst, über die er mit mir zum einen natürlich als Experte in diesem Feld, aber vor allen Dingen als ein Mensch mit sehr, sehr langer Lebenserfahrung eine Menge beizutragen hat. Und ich glaube, dass das ein guter Einstieg wird. Dann werden wir uns am Vormittag vor allen Dingen natürlich um den wissenschaftlichen Teil kümmern. Das kennen Sie schon von uns. Die Kollegen aus dem Dialogzentrum werden einmal vorstellen, überhaupt das Thema Angst und Alter. Alter und Angst, ja, das wird der Kollege Christian Müller-Hergel machen. Dann wird Georg Franken aus dem Dialogzentrum das Ganze herunterbrechen und noch etwas mehr spezialisieren, nämlich speziell zum Thema Angst und Demenz. Also was wissen wir? Die haben sich Studien angeguckt, die haben die Literatur recherchiert. Am Nachmittag, so machen wir es auch immer auf unserem Newsletter Day, gehen wir tiefer in die Praxis ein, denn viele von Ihnen, die zu uns kommen, sind Praktiker. Und der Nachmittag, da geht es dann stärker um die Praxis, und da ist es uns gelungen, zwei ganz wichtige Menschen zu gewinnen, nämlich zum einen den Ansgar Schürenberg. Ansgar Schürenberg, selber auch Pflegewissenschaftler, ist Experte für basale Stimulation und auch Experte dazu, wie man basale Stimulation bei Menschen mit Demenz einsetzen kann. Und genau dazu wird er was an dem Tage erzählen, ob vielleicht uns basale Stimulation oder dieses Konzept der Berührung helfen kann bei Angst. Als zweiten haben wir noch jemanden am Nachmittag, den brauche ich wahrscheinlich gar nicht lange vorstellen. Wenn man über Ergotherapie und speziell auch Ergotherapie bei Demenz spricht, kommt man an Gudrun Schade nicht vorbei. Also das, was vielleicht Erich Grond im Bereich der Versorgung Demenzerkrankter war, ist Gudrun Schade im Bereich der Ergotherapie. Eine Vordenkerin, jemand, die sich sehr, sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt hat und trotzdem die Fähigkeit besitzt, und die besitzt bei weitem nicht jeder, so zu reden, dass Menschen sie verstehen. Das war jetzt der Versuch, in Kürze das darzustellen, was Sie erwartet. Was ich Ihnen auf jeden Fall versprechen kann, ist, dass es ein spannender Tag werden wird. Und zwar der 8. November diesen Jahres.
Für ein paar Leute haben wir noch Platz. Es haben sich schon eine Menge angemeldet. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Bis bald und wir sehen uns am 8. November in der Uni Wittner-Herdecke im Audimax.